Goldboy. Eulett. Gecko. Los geht's. Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Masken, wer sind die bloß? PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden. Verbrechen zu bekämpfen, geht am besten. Na, wenn alle im Bett sind. PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks! Riesengecko. Bitte komm, Greg. Hier ist Connor. Ende. Wo ist noch mein Walkie-Talkie hin? Ja! Eklig. Bitte komm, Greg. Oh, da ist es ja. Danke, Lionel. Hey, Connor. Oh, warte. Ich meine, hab verstanden. Over. Hey, Greg, was machst du gerade? Zimmer aufräumen. Hier ist ein Riesenchaos. Und meine Mutter lässt mich morgen erst auf die Parade, wenn ich aufgeräumt habe. Die Parade wird der Hammer. Du freust dich sicher schon auf den Eidechsenwagen. Ja, den mag ich am liebsten. Dann räum jetzt lieber mal auf. Ich fahr mit Amaya ins Hauptquartier. Als Nachtschurken versuchen uns die Parade zu vermiesen. Ihr fahrt ins Hauptquartier ohne mich? Niemals! Was wird aus deinem Zimmer? Keine Sorge, das Chaos räume ich nachher auf. Und ich brauche noch meine Kamera für die Parade. Sie muss im Hauptquartier liegen. Ich kann sie hier nirgendwo finden. Okay, PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu... Eulett! Ja! Greg wird zu... Gecko! Ja! Connor wird zu... Catboy! Die PJ-Chaoten? Gecko, hier herrscht genauso ein Chaos wie in deinem Zimmer. Du hast uns doch versprochen, hier aufzuräumen. Richtig, das wollte ich auch noch machen. Später. Hier ist Romeos Schniefopuff und hier sein Verkleinerer. Du solltest sie doch an einen sicheren Ort bringen. Ja, ich weiß, aber... Ist schon gut. Wir passen auf die Parade auf, während du hier aufräumst. Und spiel bloß nicht mit Romeos Apparaten herum. Alles klar. Aber es ist doch kein Spielen, wenn ich den Verkleinerer benutze, um aufzuräumen. Ich bin Romeo und sobald ich mein Zimmer aufgeräumt habe, übernehme ich die Weltherrschaft. Ich frage mich, wozu dieser Knopf hier ist. Au! Oh! Schlitternde Schlange! Der ist ja auch zum Supervergrößern! Abgefahren! Hallo Leute! Gecko! Wer hat dir das angetan? Es könnte vielleicht sein, dass mich Romeos Verkleinerer erwischt hat. Aber umgekehrt, jetzt bin ich groß! Keine Sorge, wir kriegen dich schon wieder auf Normalgröße. Nein, es ist echt cool, ein Riesengecko zu sein! Ich zeig's jedem, der unsere Parade stören will! Ich bin riesig! Oh oh, Ärger auf dem Paradenplatz. Luna Girl, zum Katzenflitzer. Ein Schritt für Gecko, ein Riesensprung für den supergroßen Geckosaurus. Diese Parade wird mir gehören, Motten. Wir klauen diese Festwagen und machen mich zur Paradenkönigin. Und jetzt bejubelt meine Mondschönheit. Flatternde Federn! Was ist da los? Ich bringe euch super schnell zum Paradenplatz! Was? Netter Auftritt, ihr Weltverbesserer! Der dich dran hindert, die Festwagen zu klauen. Vor allem den mit der Echse. Das ist mein Liebster. Nie
Niemals! Sobald ich sie alle habe, fährt meine Luna-Parade die Hauptstraße runter und weckt alle auf! Schnappt ihn euch, Motten! Boom! Es ist schwer, gutes Personal zu bekommen. Komm her, Mondbord! Motten, holt die anderen Festwagen und folgt mir! Schon, hebt sie hoch, strengt eure Fühler mehr an. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie alle aufweckt und gesehen wird. Aber keine Sorge, ich habe einen Plan. Warte, ich auch. Und meiner ist groß. Gecko, was machst du da? Ich vergrößere diese Kiste. Wenn ich sie nur ein bisschen größer mache, passen Luna Girl und die Motten perfekt da rein. Oh nein! Schnell, Gecko, schrumpf sie! Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Aber vorher muss ich nur noch diese Kiste größer machen. Vorsicht! Der große PJ Mask hat gerade einen riesigen Fehler gemacht. Moment! Wer braucht schon ein Mondbord, wenn er eine Supermotte hat? Dieser Supervergrößerer gehört mir! Nur mir! So, und jetzt kriege ich alle Festwagen. Ich brauche nur noch mehr Riesenmotten. Haha! Und noch eine Kleinigkeit. Man sieht sich, Eidechsen-Exli. Oh, jetzt bist du nur noch ein klitzekleines Exchen. Was machen wir denn jetzt? Holt euch den Vergrößerer und macht mich wieder groß. Nein, Gecko. Zuerst müssen wir das Chaos beseitigen, das du angerichtet hast. Na gut. Eulette, lass dich von den Motten jagen, bis wir den Supervergrößerer wieder haben. Flieg dann mit ihnen an Gecko vorbei, dann schrumpft er sie. Das macht ihr gut, ihr Riesenmotten. Hey, Motten, ich wette, ihr fangt mich nicht. Was? Nein, komm zurück. Super Katzentempo! Den nehme ich! Danke! Und vergiss nicht, Gecko, wenn Eulette mit den Motten vorbeigeflogen kommt, schrumpfst du sie. Alles klar, Catboy! Cool! Ich sehe mal nach Luna Girl. Wow. Hey! Mir ist gerade eingefallen, wie wir Catboys Plan noch besser machen. Hä? Nicht schon wieder. Ja! Gecko, na Gecko! Gecko! Alles in Ordnung, Gecko? Ja. Ich hab gewonnen, ihr Pyjama-Plagegeister. Jetzt gehört die Parade mir, nur mir. Wir müssen die Motten schrumpfen. Das ist unsere einzige Chance. Aber ich habe den Supervergrößerer wieder verloren. Da ist er. Und was machen wir jetzt? Das ist alles meine Schuld. Tut mir leid, dass ich mein Chaos nicht aufgeräumt habe. Ich hab's. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Kra, kra, kra. Sei vorsichtig, Gecko. Tu ja nichts, was sie aufregen könnte. Oh, aber genau das habe ich vor zu tun. Komm her, Vögelchen, mein kleines Vögelchen. Ja! Kra, kra, kra! Catboy, wir müssen Luna Girl einholen. Gut gemacht, Gecko. Oh, hier hätte ich auch aufräumen sollen. Super, Gecko-Muskel! Du hältst das für ein Spiel? Braves Vögelchen. Hä? Catboy und Eulette brauchen meine Hilfe. Und du hast mich auf eine Idee gebracht. Schrumpft.
Oh, ich krieg zwar nicht alle Festwagen, aber deinen Lieblingsfestwagen kann ich dir noch wegnehmen. Komm, Mondbord! Jetzt haben wir dich, Luna Girl. Glaubt ihr, ich lasse mich von Dosen aufhalten? Eure Gehirne wurden wohl auch geschrumpft. Gemacht, Gecko. Aber wie locken wir diesen riesigen Vogel wieder an? Okay, kein Supervergrößerer mehr. Ich bringe ihn ins Hauptquartier zurück und beseitige dort meine Unordnung. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Boah, hier sieht's ja toll aus, Greg. Hat ewig gedauert, aber jetzt ist alles aufgeräumt und ich bin bereit für die Parade. Oh, oh. Entdeckung! Oh, Lionel hat meine Kamera gefunden. Das Klebeklatscher-Monster Teil 1. Na los, probieren wir's nochmal. Hey, wieso steht der Geräteschuppen offen? Hallo? Hallo? Oh, oh, er ist ja völlig leergeräumt. Auch die Seile fehlen. Und die Laternen. Aber wieso? Ich glaube, Nachtninja hat alles geklaut, weil er nämlich den Rätselberg erkunden möchte. Okay, wie kommst du denn darauf? Ach ja, und ich habe das hier gefunden. Nachtninjas Materialliste für den Rätselberg. Seil erledigt. Laternen erledigt. Schriftrollen erledigt. Wenn das so ist, sollten wir mal nachforschen. PJ Masks, ist jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Eulette. Ja. Greg wird zu Gecko. Ja. Connor wird zu Catboy. Hi, PJ Robo. Hey, PJ Robo. Was geht ab? Beeil dich, Klitzekleiner. Wir haben nicht ewig Zeit. Gesundheit. Und jetzt zack ich. Das gefällt mir nicht. Kommt mit, wir nehmen die PJ-Geländebikes. Hallo, Kleiner. Was ist, alter Freund? Eindringlinge, sagst du? Komm, wir sehen mal nach. Ich hatte keine Angst. Nein, ich habe nur eure Ninja-Reflexe getestet. Oh.
bist du sicher, dass das die Höhle mit dem Verwandlungsklebeklatscher ist? Hey, ich hab da eine Idee. Also, ich steh Schmiere und du erforschst die Höhle. Tschüsschen! Oh, oh, da ist das doofe Drachenmädchen. Mit der möchte ich mich nicht noch einmal anlegen. Schnell in Deckung! Puh, das war knapp. Okay, ich betrete diese dunkle Höhle und finde es überhaupt gar nicht gruselig. Keine Spur von Nachtninja. Katzenohren! Da entlang! Hast du den Zauberklebeklatscher gefunden, Klitzekleiner? Okay, ich geh dann mal. Gehen wir nach draußen, Ninjalinos. Ninjalino! Hä? Wo treibst du dich denn rum, Klitzekleiner? Wir wollen los! Klitzekleiner, kommst du? Komm in die Gänge, Klitzekleiner. Wir warten. Ein Monster! Hey, passt auf, Ninjalinos. Der Typ wirft mit Klebeklatschern. Puh, das war knapp. Schon wieder. Sie drehen um! In Deckung! Armer Klitzekleiner, das Klebeklatschermonster hat ihn wohl erwischt. Oh, der Winzling wird mir ganz schön fehlen. Klitzekleiner, dir geht's ja gut! Warte, wo ist das Klebeklatschermonster? Dann ist es immer noch da drin. Oh. Stopp! Was machst du hier, Nachtninja? Oh, hallo, die dummen PJs. Ach, ich wollte einfach was für meine Fitness tun. In einer Höhle? Mit einer alten Schriftrolle? Das glaubst du ja selber nicht. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin, Klitzekleiner? Wir suchen nach etwas. Ruhe jetzt, ich hab zu tun. Hm. Oh, an eurer Stelle würde ich da nicht reingehen. Er will nur nicht, dass wir reingehen, weil er was gefunden hat, wetten? Nein, ich meine es doch nur gut mit euch, Spatzenhirn. Da ist ein Monster in dieser Höhle. Ach was, da ist doch kein Monster drin. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann seht doch selbst nach. Darauf kannst du wetten. Genau, da ist irgendwas drin, was Nachtninja vor uns verbergen will. Die Schriftrolle liegt immer noch da drin? Die PJs dürfen sie keinesfalls in die Hände kriegen. Aber ich kann dich nicht nochmal reinschicken. Klitzekleiner!
Ihr glaubt nicht wirklich, dass hier drin ein Monster ist, oder doch? Nein, er wollte nur nicht, dass wir rausfinden, was er vorhat. Ich sehe mal nach. Euren Augen! Ich kann nirgends etwas Verdächtiges sehen. Katzenohren! Ich kann auch nichts Verdächtiges hören. Er will uns nur austricksen. Weiter geht's. Augenblick! Was war das? Klitzekleiner, bist das du? Nein, du bist das Klebeklatscher-Monster? Seid ihr sicher, dass das da kein Monster ist? Es bedeutet jedenfalls nichts Gutes. Wenn das wirklich der Klitzekleine ist, dann muss er den Verwandlungsklebeklatscher gefunden haben. Oh, das ist ja der Hammer. Hey, du da, Monster! Ich befehle dir, die Pyjama-Helden anzugreifen. Klebeklatscher! Vorsicht! Ich kann es kaum glauben. Mein eigenes Klebeklatscher-Monster. Das wird mein größter Triumph aller Zeiten. Wow, diesmal sind die Klebeklatscher ganz anders als sonst. Dieses Ding scheint sie zu kontrollieren. Endlich! Ich habe die Pyjama-Helden ein für alle Mal besiegt. Und die Stadt wird mir gehören. Mit der klitzekleinen Unterstützung meines kleinen Freundes. Kommt, Ninjalinos! Die Stadt gehört endlich uns! Genau, so ist's brav. Weiter, weiter. Dieses Zeug klingt super doll. Wir müssen uns irgendwie befreien. Ja, sonst macht Nachtninja mit diesem Ding noch die Stadt unsicher. Catboy mal 4. Und jetzt ein paar Zielübungen mit meiner Vervielfältigungsmaschine. Romeo hat eine Vervielfältigungsmaschine? Ich benutze meine Supertarnung, schleich mich an und schnapp sie mir. Dann wirfst du sie mir zu, ich gebe sie an Catboy weiter und... Oh, ich habe eine bessere Idee. Ich schnapp sie mir jetzt gleich. Super Katzen-Tempo! Was? Gefällt's dir da oben, Miezekatze? Lass ihn runter, Roboter! Super Gecko-Muskeln! Ihr seid auf dem falschen Dampfer. Wie wär's denn damit? Lasst uns diesmal alles gemeinsam machen. Ich flieg zuerst Gecko weg und dann... Warte, wie wär's mit einem Super-Katzensprung? Super Gecko-Tarnung! Wow! Gib sie mir zurück! Warte, was machst du da? Lass das! Oh. Super Gecko Muskeln! Nein! Das werdet ihr mir noch büßen, PJ Masks! Und jetzt schließen wir die Maschine im Hauptquartier ein. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Eine Vervielfältigungsmaschine loszuwerden ist gar nicht so einfach, nicht wahr, mein Roboterfreund? Die PJ Masks waren mal wieder ganz groß. Wie immer. Aber es war schon wieder ziemlich knapp. Einer von uns hat wieder sein eigenes Ding durchgezogen. Tut mir leid. Ich wollte nur, dass wir gewinnen. Und wir haben gewonnen, oder? Und was spielen wir jetzt? Basketball, Volleyball, oder noch besser, wir spielen Fußball. Seht euch das mal an.
Romeo macht wohl wieder Vervielfältigungsübungen. Aber wie? Die Maschine ist doch im Hauptquartier. Wir sehen mal nach. PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu... Eulette! Ja! Greg wird zu... Gecko! Ja! Connor wird zu... Catboy! Katzenohren! Ich höre Romeo! Wie bist du an die rangekommen? Die ist im Hauptquartier! Deshalb werdet ihr nie so genial werden wie ich! Als ich die Vervielfältigungsmaschine erfunden hatte, habe ich von ihr ein Duplikat angefertigt. Und hier ist es. Eine Vervielfältigungsmaschine? Ha! Vervielfältigter Roboter? Gar keiner Gecko. Wir müssen ihm die Maschine wegnehmen. Ich habe eine Idee. Ich fliege runter und nehme sie Romeo weg. Dann gebe ich sie an dich weiter, Catboy, und du gibst sie Gecko. Ich ziehe das blinkende Ding raus und schalte es aus. Macht euch bereit für meine Super-Gecko-Muskeln. Der Katzenbrüller, der macht jede Elektronik kaputt. Warte! Zeit für noch mehr Roboter! Und dann waren es vier. Katzenbrüller! Wow! Wie nett von euch, meine Roboterarmee zu vergrößern. Roboterarmee? Ganz recht. Am Ende werden alle auf der ganzen Welt tun, was ich sage. Und wenn wir uns weigern? Dann schnappen euch meine Roboter und heben euch hoch, bis ihr mitmacht. Wenn die Roboter das machen, dann werden die Leute tun, was Romeo sagt. Okay, zurück zu unserem Plan. Achtung, Fellbälle! Na gut, dann ziehen wir den Plan eben zu zweit durch. Wo ist die Vervielfältigungsmaschine denn hin? Super Eulenaugen! Da! Nein! Gib sie wieder her, du flatternder Trottel! Der Fellballknopf klemmt. Er feuert weiter. Ah! Hä? Alles gut, nichts passiert. Ja, mir geht's auch gut. Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Catboy, du wurdest vervielfältigt. Ich weiß. Ich weiß es auch. Wieso sieht er anders aus und klingt auch anders? Vielleicht funktioniert die Vervielfältigungsmaschine bei uns nicht genauso. Die Roboter, schaut! Roboter, holt euch jetzt diese Maschine. Sie soll euch vervielfachen, nicht die PJ Masks. Wirf mir die Maschine zu, dann ziehe ich das blinkende Ding raus. Ich kann nicht, es sind zu viele Roboter. Aber wenn es vielleicht noch ein paar extra PJ Masks gäbe? Ja! 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 Ringelndes Reptil, jetzt sind es vier? Kommt schon, Catboys. Ich habe einen Plan und ihr seid Teil davon. Wir werden diese Roboter rollen. Ja! Das war's, Roboter. Nicht so schnell. Wie es scheint, haben deine Kopien ganz eigene Pläne. Was macht ihr da? Ihr müsst sie wegrollen lassen. Ich habe eine bessere Idee. Ich drehe den hier, bis ihm ganz schwindelig wird. Ich jag den hier durch die Stadt, bis er sich total verlaufen hat. Und ich laufe mit meinem, soweit ich kann. Das ist ein super Training. Tschüss. Wow. Vorsicht! Roboter, werf diese PJ Masks in die Luft! Wir müssen diese Maschine zurückholen. Können wir jetzt bitte unseren Plan durchführen? Gib mir noch einen Versuch. Ich habe noch eine Idee. Und mit diesen Catboys kann nichts schiefgehen. Hm.
Mit den Baumstämmen werden wir Romeo einpferchen. Und wie kriegen wir die Maschine zurück? Das erkläre ich später. Schnell! Und aktivieren sie, wenn sie zurückkommen. Ich baue ein Roboter-Katapult. Ich laufe super schnell auf einem Baumstamm und bringe die Roboter zum Stolpern. Wartet, stopp! Wir brauchen diese Baumstämme. Ich brauche sie. Stopp! Haltet euch an den Plan, bitte! Ziehen wir meinen Plan durch. Mein Plan! Wartet ab, bis ihr mein Katapult seht. Das ist unfassbar. Was ist bloß in sie gefahren? Die ziehen ihr Ding durch. Genau wie du. Ich kann das noch hinkriegen. Ich hol die Maschine. Keine Sorge. Catboy legt Tatze an und schnappt sich den Vervielfältiger. Roboter, schnapp die Plagegeister! Oh. Du hast meinen Plan zerstört. Hey! Und du meinen. Pass auf! Boah, ist das schwer! Eine Catboy-Kopie, Meister. Das ist eine Katastrophe. Wieso hast du nicht auf uns gehört? Wir sind ein Team. Schon vergessen? Tut mir leid. Ich hab's vergessen. Und meine Kopien erst recht. Entschuldigung. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super Katzentempo. Wenn wir meine Kopien befreien, sind wir genügend Leute, um die Roboter zu besiegen. Irgendeine Ahnung wie, Team? Ich habe eine tolle Idee. Die PJ Masks sind da drüben, hinter den Bäumen. Lasst die Catboys los und schnappt sie euch. Halt, ihr Blechdosen! Bin gleich da! Das ist eine Falle! Okay, Catboys, jetzt kommen eure Baumstammerfindungen. Hallo! Au, ouch! Oh, ouch! Oh! Ja! Hier kommt der Rest. Alle auf eure Position. Kommt schon, Roboter. Was führt ihr Pyjama-Plagegeister im Schilde? Oh. 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 Roboter hassen Wasser. Und jetzt der Letzte. Super Katzentempo! Schnapp dir die Katze, Roboter! Nein, nein, nein! Oh! Geh runter von mir! Oh. Wir haben's geschafft. Jetzt streng deine Gecko-Muskeln an. Aber wenn ich das blinkende Ding rausziehe, verschwindet ihr. Wir verschwinden nicht. Wir sind dann wieder gemeinsam ein Catboy. Das nenne ich ein Team. Tu es, Gecko! Super Gecko-Muskeln! Ja! Ja! Euch kriege ich schon noch, Pyjama-Plagegeister. Ihr seid meine Roboter-Armee losgeworden, aber mich werdet ihr nie was los. Sperren wir das Ding mit dem anderen weg. PJ Masks ruft laut Hurra. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Alles ist wieder ganz normal. Und du bist auch wieder normal, Connor. Total. Und was wollen wir heute spielen? Wie wär's mit Basketball? Fußball. Ich liebe Fußball. Lasst uns das spielen. Wie wär's, wenn ihr diesmal entscheidet? Halloween-Gauner Teil 2. Alles läuft genau nach Plan. Halloween gehört uns Schurken. So wie es sein soll. Springer Leopard, die bösen Schurken arbeiten zusammen. Das sind gleich drei Albträume in einem. Bitte komm, PJ Robo. Du musst uns helfen. Hey, gute Idee. Er will die Motten hinters Licht führen. Macht euch bereit. PJ
Der Robo ist ein echt helles Köpfchen. Aber sie lassen uns immer noch nicht los. Ich habe eine Idee. Auf mein Zeichen. 1, 2, 3, kitzeln! Danke, Eulette. Und danke auch an PJ Robo. Verkleidete Kinder haben sich unsere Süßigkeiten geschnappt. Das war's wohl mit Halloween. Wer heult hier? Captain Cameron hilft dir. Wenn ich mich aus einem Netz befreien und einen Geist erschrecken kann, kann ich auch unsere Süßigkeiten zurückholen. Captain Cameron! Ja! Wir sind diejenigen, die die ganze Arbeit erledigen. Cameron glaubt nur, er wäre ein Held. Tja, wenn wir die Nachtschirpen nicht aufhalten, wird niemand ein Held sein. Wir müssen uns konzentrieren. Katzenohren! Die Wölfis. Klingt, als wären sie irgendwo im Park. Los, kommt! Spürt die Superkraft des Halloween-Wolfmonds. Yip, yip, yau! Los, komm jetzt. Wir müssen ein Versteck für die Süßigkeiten finden. Schon erledigt, Leute. Ich habe sie in ein super geheimes Versteck gelegt. Cool. Und wo ist es? Es ist so geheim, dass ich vergessen habe, wo es ist. Komm schon, denk nach, Kevin. Wisst ihr, ich habe extra einen Reim erfunden, um mich zu erinnern. Jetzt muss er mir nur wieder einfallen. Tüten klingt wie Brüten. Also sind die Süßigkeiten sicher... In einem Nest. Wir schnüffeln sie einfach mit unseren Superschnauzen. Rip, Heuler! Hast du das Versteck gefunden? Viel besser. Einen Knochen. Gut, dass wir noch unseren Super-Wölfis gesehen haben. Ich wusste, die Straßenköter würden es vermasseln. Hey Leute, die Wolfsspuren führen hierher. Die PJ Masks? Aber die habe ich doch abgehängt. Mein raffinierter Halloween-Plan geht den Bach runter. Ach, jetzt reg dich nicht gleich auf. Wir brauchen einen Angriffsplan. Bleib einfach hier. Die Pyjama-Plagegeister werden Ihnen helfen, die Süßigkeiten für uns zu finden. Siehst du, das ist gar nicht so schwer. Hey, Wölfis, habt ihr was verloren? Was? Wisst ihr, wenn ihr uns nicht sagt, wo ihr die Süßigkeiten versteckt habt, bekommt niemand einen Leckerbissen. Hot Dogs sind meine Lieblingsleckerbissen. Das ist es! Oh, Süßigkeiten, Süßigkeiten. Das Versteck ist bei meinen Hot Dogs. Aber das ist doch kein Reim. Und wo bewahrst du deine Hot Dogs normalerweise auf? In der Hütte. Rudelrauferei! Wir müssen als Erste bei der Hütte sein. Super Katzentempo! Wow! Wir haben alle Süßigkeiten gefunden. Yeah! Klasse! Aha! Ich hab euch auf frischer Tat ertappt. Es ist nicht so, wie es aussieht. Bei den Ringen des Saturns. Lasst die Süßigkeiten fallen und stellt euch der interplanetarischen Gerechtigkeit. Autsch! Sorg einfach dafür, dass die Kinder ihre Süßigkeiten zurückbekommen. Und ihr hattet tatsächlich die Nerven, euch als Superhelden zu verkleiden. Sagt wer? Hast du überhaupt eine Ahnung? Du darfst dich nicht verraten, Gecko. Aber er streicht den Ruhm ein für alles, was wir tun. Und er glaubt, wir hätten die Süßigkeiten geklaut. Das ist so unfair. So viele Tüten voller Süßigkeiten. Ich könnte die doch eigentlich auch für mich behalten. Oder auch nicht. Flatternde Federn. Was machen wir jetzt? Cameron darf uns nicht in Aktion sehen. Bleibt hier und wartet auf mein Zeichen. Würdest du uns verraten, was du mit unseren Süßigkeiten machst? Du kannst es schaffen. Das sind nur Kostüme. Du bist Captain Cameron. Hör auf zu stammeln und her mit den Süßigkeiten. Bleib stehen! Zwingt mich nicht, meinen Super-Tornado-Weltall-Kick einzusetzen. Sag bloß, du bist ein neuer Superheld. Ja, ich bin Captain Cameron, interplanetarischer Held aus den Tiefen des Weltalls. Keine Autogramme, ich bin auf Mission. Wow, warst du schon auf dem Mond? Noch nicht. War viel los heute Nacht. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss schnell von hier verduften. Wusch, wusch, wusch. Tschicka, 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 tschu, tschu. Tschicka, 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 tschu, tschu.
Er ist kein Held. Schnapp die Süßigkeiten. Wie eklig, Motten! Ich entfache den interplanetarischen Sturm. Jetzt! Boah, hab ich das etwa getan? Dieses Kostüm werde ich nie wieder ausziehen. Verschwinden wir von hier. Los, bevor er uns in den Weltraum schießt. Dann muss wohl ein echter Held aushelfen. Ninja Linus, worauf wartet ihr eigentlich? Auf Weihnachten? Hey, los, hinterher. Hä? Wie? Was? Wohin? Alles klar. Meine Superkräfte haben sie wirklich weggefegt. Mitsamt den Süßigkeiten. Oh nein! Wo gehen wir jetzt lang? Eulenaugen! Wie es aussieht, treffen sie sich in der Kanalisation. Unter der Erde? Komm schon, jetzt sprengen wir die Party. Diesen Ort als unser Versteck ausgesucht. Es ist feucht hier. Und dunkel. Und gruselig. Wer war das? Das ist nur dein Echo. Unsere Wolfskräfte werden ohne das Licht des Halloween-Wolfsmondes immer schwächer. Es gibt kein Halloween-Wolfsmond. Ihr Fellknäule glaubt aber auch alles. Heißt das, wir sind keine Superwölfis? Schluss mit diesem Gejammere. Wir sind hier, um den größten Halloween-Coup aller Zeiten zu feiern. Also, teilen wir die Süßigkeiten auf. Nicht zu fassen, dass sie das durchziehen konnten. Was machen wir jetzt? Wir sind in Unterzahl. Wir haben es geschafft, die Pyjama-Plagegeister im Kreis laufen zu lassen. Und das dank meines brillanten Plans. Was soll das heißen, dein Plan? Das war alles meine Idee. Was ist mit uns? Und meinem supergenialen Hotdog-Reim? Oh, Süßigkeiten, oh, Süßigkeiten. Das reimt sich nicht. Wow, den Ruhm einzustreichen ist ihnen wichtiger als die Zusammenarbeit. Ist das zu fassen? Naja, das klingt irgendwie nach mir. Mir war es vorhin auch wichtiger, wer den Ruhm entstreicht, anstatt wirklich Halloween zu retten. Aber was, wenn wir das gegen sie einsetzen? Zusammen sind die Schurken vielleicht stark, aber ein kleiner Trick könnte sie auseinanderbringen. Das klingt nach einem super Plan. Voila! 10 für mich und 2 für jeden von euch. Fair und gerecht. Wo hast du zählen gelernt? Oh Mann! Lecker! Weder fair noch gerecht. Leute, da ist ein Geist! Au! Sowas wie Geister gibt es nicht. Es ist Luna Girl. Sie will uns alle Süßigkeiten wegnehmen und uns wieder reinlegen. Will ich nicht. Aber da ich Mondkräfte besitze, verdiene ich auch mehr. Blödsinn! Meine Ninja-Tricks sind die besten. Also sollte ich das meiste bekommen. Aber wir haben die Beute geklaut und versteckt. Wir sollten das meiste bekommen. Und wie wär's mit? Gar nichts. Die gehören den Kindern, die sie gesammelt haben. Der Eidechsenbubi. Haltet ihn auf. Zuerst müsst ihr mich aufhalten. Super Katzenstreifen. Was? Super Katzentempo. Jetzt bekomme ich mehr. Super Gecko Schild. Kommt schon. Das ist unsere Chance, uns alles zu holen. Super Eulenfedern. Ja. Ihr PJs könnt einen echt den Spaß verderben. Zu teilen macht Spaß. Ihr könnt meine Süßigkeiten haben. Fröhliches Halloween. Wir werden es wohl niemals lernen. Hallo! Es ist der Weltraumjunge. Er ist zurück, um uns zu holen. Ich bin Captain Cameron. Ich habe euch umzingelt. Drückt sofort die Tüten mit den Süßigkeiten raus. Wir befolgen besser die Befehle des Captains. Ich sagte, kommt raus! Wow, das war ja leicht. Ihr hättet mich sehen sollen. Ich hab sie verjagt.
Was würdet ihr ohne einen supermutigen Helden tun, der euch rettet? Captain Cameron! Klasse gemacht, Captain! Ja, gut, dass ein Held zur Stelle war. Oder vielmehr drei. Dann ist es dir egal, dass sie nie erfahren, wer die echten Helden waren? Nee, aber wenn es Zeit ist, ein Held zu sein, ist es nur wichtig, das Richtige zu tun. Und jetzt zu den Süßigkeiten. PJ Masks, ein starkes Team, rettete heute nach Halloween! Das Drachenmädchen, Teil 1. Ja! Ich liebe diesen Ort! Ha! Wer tut das nicht? Glaubt mir, ich kenne das Museum so gut und wette, dass ich jedes Ausstellungsstück mit geschlossenen Augen erraten kann. Okay, Angeber, dann leg los. Und nicht schummeln. Die Wette gilt. Okay, hier drüben ist die Gesteinsausstellung. Nicht schlecht. Oh, und das ist der ägyptische Teil. Okay. Und das ist eins meiner allerliebsten Stücke. Der Drachengong. Ja, ich weiß. Ziemlich beeindruckend, oder? Oh, oh. Was ist denn? Hey, wo ist der Drachengong? Das weiß niemand. Er hat sich einfach in Luft aufgelöst. Puff! Kommt schon, wie kann so etwas Großes einfach verschwinden? Oh, ich hoffe, dass Macht Ninja ihn nicht gestohlen hat. Das können wir nur auf eine Art herausfinden. Wir beginnen sofort nachzuforschen. Ich wusste, dass du das jetzt sagst. PJ Masks, jetzt nicht mehr los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Eulette. Ja! Greg wird zu Connor wird zu Catboy. Hey, PJ Robo. Irgendwelche Hinweise aus dem Museum? Moment, was ist das? Oh, oh. Was macht der da? Sieht ganz so aus, als ob er den Drachengong zum Rätselberg bringen will. Aber wieso? Weil er etwas weiß, das wir nicht wissen. Schnell, zu den PJ-Geländebikes. Den Gong zurückholen, bevor Nacht Ninja noch etwas Furchtbares macht. Wow! Was ist das? Ich weiß es nicht. Irgendwas ist anders. Ja, ich spüre es auch. Und wo ist Nacht Ninja? So einen großen Vorsprung hatte er doch gar nicht. Eulenaugen! Ich sehe ihn! Fast geschafft, Ninjalinos! Fast geschafft! Oh Mann, das gefällt mir nicht. Ja, wir dürfen nicht zulassen, dass er den Drachen wieder herbeiruft. Kommt, wir müssen sofort zum Gipfel. Und los! Wow! Was geht denn hier ab? Glaubt ihr, dass Nachtninja dazu in der Lage ist? Ich weiß es nicht. Aber wir können nicht einfach nur abwarten, was als nächstes geschieht. Kommt, wir lassen die Geländebikes hier. Hey, habt ihr das auch gehört? Huh? Oh! Ah! Super Katzensprung! Oh. Klebeklatscher-Geysire!
Vorsicht! Wow! Wir müssen sofort weg von hier. Kommt mit mir. Das war knapp. Nachtninja hätte uns fast erwischt. Ich glaube nicht, dass das Nachtninja war. Ja, sie sind einfach so aufgetaucht. Hier geht etwas sehr Seltsames vor sich. Es ist, als hätte der Berg schlechte Laune oder so. Nee, das muss Nachtninja sein. Was, wenn der Drachengong all diese seltsamen Ereignisse verursacht? Egal, was es ist, wir müssen es aufhalten, sonst erledigt es uns. Seht, der Himmel klärt sich auf. Wir sollten den Pfad überspringen und direkt zum Gipfel gehen. Ja, bei all den Fallen kommen wir sonst nie dort an. Ich mach das. Super Eidechsengriff. Ich weiß nicht, ob das gut gehen wird. Keine Sorge, ich helfe dir. Okay, Leute, ich kann das nicht ewig halten. Ich starte in 3, 2, 1. Hey, ich glaube, ich hab den Dreh raus. Okay, jetzt ich. Leute, wartet auf mich. Bereit machen für die Landung. Kein Ding. Katzen landen immer auf den Füßen. Moment, Katzen können nicht fliegen. Wie soll ich landen? Keine Sorge. Ich hab dich. Und? Wie gefällt dir das Fliegen? Ich bleibe lieber beim Laufen. Aufgepasst! Super Eidechsengriff! Das hat doch gerade so richtig Spaß gemacht. Naja, wenn du meinst. Jetzt lasst uns nachsehen, was Nachtninja vorhat. Aha! Das muss der Platz sein, wo früher der Drachengong stand. Huh. Ha! Stellt ihn genau hier ab, Ninjalinos. Ein wenig nach links. Jetzt wieder nach rechts. So, perfekt. Jetzt befreien wir den Drachen aus dem Gong. Keine Spur vom Drachen. Ja, und der Schlägel sieht aus, als wäre er fest in den Klauen des Drachen. Ich glaube nicht, dass der Drache frei ist. Aber was hat dann die Felsen bewegt? Und wie sind die Klebeklatscher aus dem Boden geschossen? Das will ich gar nicht wissen. Holen wir einfach den Gong und verschwinden von hier. Wenn doch dieser sture Gong endlich den Schlägel freigeben würde. Selbstverständlich muss man die geheime Inschrift auf dem Schlägel lesen. Das wusste ich ja. Weißt du was, Klitzekleiner? Dann hast du jetzt die Ehre. Endlich! Jetzt kann ich den Drachen dazu bringen, die Pagode zu öffnen, um die Geheimnisse des Rätselbergs zu stehlen. Ja, Klitzekleiner. Und ich werde der mächtigste Ninja, der je gelebt hat. Wie spät ist es, Ninjalinos? Oh, es ist Drachenzeit! Nicht so schnell, Nachtninja! Was? Ha, ihr seid zu spät, PJ-Schnecken. Er darf auf keinen Fall den Gong schlagen. Ich mach das. Katzenstreifen! Entschuldige, Klitzekleiner. Die PJs haben mich dazu gezwungen. Ich hab dich, kleiner Kerl. Na gut. Ich denke, ihr erinnert euch an meine Drachenfreundin. Oh, oh. Vielleicht kennt uns der Drache ja noch. Was wünscht ihr, Meister? Ja. Ah, das ist Musik in meinen Ohren. Ich glaube, sie erinnert sich nicht an uns. Drache, wir sind's. Die PJ Masks. Wir haben dir schon mal geholfen.
Ha, dumme PJs. Der Drache gehorcht dem, der den Schlegel hält. Und das bin ich. Jetzt macht euch bereit, umgehauen zu werden. Okay, Drache. Fick sie weg mit etwas Drachenatem. Oh, nicht schon wieder. Tut mir leid. Ich muss gehorchen. Wieder mal. Bis dann, dumme PJs. Das war lustig, Drache. Hä? Drache? Drache! Wo bist du? Hallo? Hallo? Na? Ja, seht euch das an. Mein Drache hat die Pagode schon geöffnet. Ja! Was für ein Tag! Die PJs sind weg. Ich habe meinen eigenen Drachen. Und schon bald gehören alle Geheimnisse der Pagode mir. Was? Die mir gehört. Wer bist du? Was war denn das?